Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophäentipp hier in Dark Souls 3, nämlich alle ID, die Lokationen, wo ihr diese findet, die Fundorte, Standorte, wie auch immer. Den ersten ID könnt ihr natürlich gar nicht verpassen, er ist hier direkt gegenüber vom Wort-Bossfight, hier in dem Raum drin mit später der Tänzerin. Und ja, den ID bekommt ihr eigentlich automatisch, weil an dem kommt ihr nicht vorbei. Und sobald ihr hier an dieser tollen Dame im Stuhl alles durchgelabert habt, bekommt ihr den ID. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. What is wrong? Der zweite Eid ist so ein bisschen trickier, weil da kommt es darauf an, je nachdem, ob ihr das fluchverderbte Großholz, der Riesenbaum, optionale Boss, schon getötet habt oder nicht. Wenn ihr den noch nicht getötet habt, seht ihr hier hinten so einen Typ da mit einem Käfig hinten drauf. Na, das ist bei der Untotensiedlung relativ rechts halten, über die Dächer drüber. Da kommt ihr hier zu dieser Stelle, wo der Typ mit dem Käfig hinten drauf ist. Falls ihr den das fluchverderbte Großholz vorher schon getötet habt, ist der Typ leicht aggressiv, beziehungsweise greift euch dann nur an und ihr könnt den Käfig nicht mehr benutzen. Das heißt, ihr müsst so lange weiterspielen, bis ihr Aldrich, der Götterfresser, getötet habt. Und dann könnt ihr wieder zurückgehen zu dem fluchverderbten Großholz. Und dort ist dann, wenn ihr die Glut anhabt, ein Beschwörungszeichen von Siris vorhanden, das ihr natürlich dann machen könnt. Da werdet ihr als Phantom gerufen im Kampf mit Siris, die zu unterstützen. Und natürlich müsst ihr da nur darauf achten, weil der Kampf ist nicht gerade ohne, dass ihr entsprechendes Equipment habt, beziehungsweise weit hochgelevelt seid. Und dann könnt ihr da Siris unterstützen, den Fight gewinnen, werdet direkt zurückgeportet zu dem Bossfight oben rauf zum fluchverderbten Großholz. Und dann könnt ihr einfach in die Grube runterspringen. Das überlebt ihr, ihr bekommt keinen Fallschaden dann. Seid in der Grube unten, könnt vorrennen zum Altar, wie man es jetzt auch hier dann gleich sieht, mit der Käfigvariante. Und dann habt ihr den Aid schlussendlich auch. Wie gesagt, zwei Methoden. Einmal mit fluchverderbtem Großholz lebend, einmal tot. Na, lebend seht ihr jetzt hier gerade in den Käfig einsteigen. Dann landet ihr auch unten in der Senkengrube. Alternativ, wenn das fluchverderbte Großholz schon down wäre, müsst ihr weiterspielen, bis Aldrich, der Götterfresser, den killen und direkt danach nochmal zurück zum fluchverderbten Großholz. Ein Raum davor, also da, wo ihr dann eigentlich schlussendlich den Bossfight getriggert habt, findet ihr das Beschwörungszeichen auf dem Boden von Siris. Das benutzen mit aktiver Glut und die dann im Kampf unterstützen, den Kampf gewinnen, werdet zurückgeportet, reinjumpen in die Grube. Das überlebt ihr dann und dann direkt 1:1 vorrennen zu dem Altar und dort einfach niederknien und den Eid annehmen. Dann habt ihr die Trophy auch. Alternativ natürlich, wie ihr es jetzt hier seht, sind wir hier unten in der Senkengrube und direkt geradeaus zu steht in diesem Fall ein Typ rum, der nur da ist, wenn ihr das fluchverderbte Großholz nicht gekillt habt. Andernfalls ist der natürlich im Kampf verwickelt gegen Siris. So, also fluchverderbtes Großholz lebt, dann ist der Typ ganz normal ansprechbar, fluchverderbtes Großholz tot, ihr kehrt zurück mit Siris, dann müsst ihr genau diesen hier besiegen. Wählt hier dann natürlich aus mit der Käfigvariante in der Tat und dann, nachdem der Dialog durch ist, bekommt ihr die Trophäe und den Eid. The shackles of the gods are fragile. You might need this. Etch it on your heart if you feel your sanity slipping.
come here to pile up your victims, for that will form your enemy. Der nächste Aid ist auch in der Untotensiedlung, auch wiederum, wenn ihr euch rechts haltet, allerdings nicht ganz rechts, sondern einfach nur diesen Hauptweg in Anführungszeichen runter. Stehen hier etwaige Gegner rum und ich zeige euch mal hier die ganzen Varianten, mehr oder weniger, die es hier so geben würde. Ihr könnt natürlich hier direkt lang gehen, die ganzen Viecher am besten gleich mal mitnehmen, nicht dass sie euch dann nachher allesamt in den Rücken fallen, was sie natürlich auch ganz gerne machen. Hier in diese, ich sag jetzt mal, Höhle rein. Und von dort aus weiter, Vorsicht, diese kleinen Viecher hier vorne können gewaltig pissig werden. Oder euch aufregen, wie auch immer. Die einfach auch umhauen, dass ihr da safe seid. Und dann direkt danach weitergehen. So, Alter kann auch nicht schaden. So, wenn jetzt hier ganz normal weitergeht, könnt ihr hier in ein Loch runterplumpsen. Na, flop. So, das Loch schlussendlich geht in zwei Richtungen, einmal da lang. Und einmal hier lang, ihr geht einfach hier, na, so, hier lang zu diesen Käfigen. Vorsicht, wenn ihr da ganz nach links lauft, bekommt ihr alle in die Fresse. Deswegen hier eher am Rand halten, dass ihr zumindest maximal nur eins von diesen Dingern hier triggert. Dann hier die Treppe nach oben und dort seht ihr dann eine Tür, die einen Shortcut öffnet zu dem, ich sage jetzt mal, Hauptweg an sich. Wenn ihr von der Untotensiedlung, von dem Leuchtfeuer aus, geradeaus runterlauft. So, zeige ich euch gerade mal, wenn man jetzt hier rausgeht. Kommt man hier theoretisch gesehen runter. Na? Und da unten müsst ihr dann weiter runter zum flugverdammten Großholz. Wäre eine Möglichkeit, da hinzukommen. Sobald ihr dann natürlich jetzt hier noch in dem Raum seid, habt ihr die Möglichkeit, hier nochmal ein paar Items einzusammeln und diese dämlichen Käfige zu zerstören, die euch hier immer wieder auf den Piss gehen. Sind aber auch im Regelfall kein Problem, gehen ratzfatz down. Ja, und hier seht ihr nämlich wieder so ein Loch, na, direkt neben dem Käfig und direkt hier, wenn man hier gelandet ist, sieht man eine Leiche mit Krieger des Sonnenlichts drin, beziehungsweise auf dem Tisch liegt das Ding rum und habt ihr somit auch den Eid. Der nächste Aid ist eigentlich auch nicht wirklich verpassbar, außer ihr redet echt keine NPCs an. In der Halbfeste an sich seht ihr hier Anri und Horace, ja, die ihr natürlich dann auch anlabern könnt oder müsst für den Aid. Und auch nochmal hier angemerkt, Anri ist weiblich, wenn ihr einen männlichen Charakter spielt. Anri ist in dem Fall männlich, wenn ihr einen weiblichen Charakter spielt. Ist so hier wie so Transgender, sag ich jetzt mal. Na. Also, wenn ihr männlich seid, ist Anri weiblich und andersrum genauso. So, sobald ihr dann den Dialog durch habt, bekommt ihr automatisch den nächsten Eid. He's not very talkative, but don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices, beyond the flooded... Dann der nächste Aid findet ihr hier in Anolondo, wenn ihr normalerweise hier hochgeht zum nächsten Boss, dreht einfach nochmal um, betätigt den Hebel, dass der Spindelaufzug wieder hochkommt und hier unten dieser Tower, da müsst ihr dann schlussendlich hin. Passt so ein bisschen auf die Ritter hier, die können auch gewaltig bissig werden. Ja, aber so viel Zeit haben die nicht, deswegen, sobald der Aufzug da ist, geht da rein, rennt wieder hier vorne hin zu dem Hebel und lasst das Teil wieder runtergehen. Ja, man muss natürlich auch noch die richtige Seite beachten. Und dann, sobald das Ding unten ist, wieder zur Absprungfläche hin.
So, und hier habt ihr die Möglichkeit, einfach geradeaus zuzulaufen. Hier ist ein unsichtbarer Weg. Genau hier rüber zu dem Turm. Und da habt ihr das natürlich auch Möglichkeiten, wenn ihr hier die Geste nicht haben solltet, mit hier Dunkelmondtreue oder Finstermondtreue, dann bleibt euch eigentlich nur die Wahl, wenn ihr den Eid unbedingt jetzt haben wollt, diese nette Dame umzuschlachten. Allerdings, wenn ihr das macht, so wie ich jetzt hier gerade, könnt ihr natürlich in diesem Run, also in diesem Spiel, keine Abzeichen mehr abgeben, weil die Dame ist ja tot. Hier ist in dem Fall echt nur so, dass ihr den Eid bekommt. Ne? Wie man das hier sieht, Klinge des Finstermonds. Alternativ, holt von Siris die Geste ab mit hier Finstermondtreue. Da könnt ihr natürlich die Geste direkt vor ihr auswählen. Ihr habt hier die Möglichkeit, dann immer noch dem einen zum einen den Eid beizutreten und zum anderen natürlich hier die ganzen Items abzugeben. So, der nächste Eid ist hier vom Hohepriester Sullivan aus. Geht ihr hier raus und dann komplett hier nach vorne. Der Weg ist natürlich hier ein bisschen weiter und unten drunter mit zwei dieser komischen Alligatoren, Ratten, Viecher, Mix. Ja, die relativ auch gut pissig sind, diese beiden Dinger. Ja, solltet ihr gutes Equipment haben oder natürlich auch Pyrozauber, sind in dem Fall auch sehr empfehlenswert für diese Viecher. Oder eine Blitzverzauberung ist auch nicht verkehrt. Ja, die müssen auf jeden Fall down, weil vorher geht das nicht. Ja, aber auf jeden Fall hier erstmal der Weg, komplett hier geradeaus, wie Richtung Boss, sage ich jetzt mal. Nur, dass ihr dann hier links nach hinten müsst, hier ist dann eine unsichtbare Wand. Wenn ihr die noch nicht offen haben solltet, mit dem Schwert dagegen schlagen, sind ja meistens auch so Hinweise davor, Illusion und so weiter, hier zerstörbare Wand, bla bla. Ja, das Ding zerstören, dann die Leiter nach unten rutschen und hier seht ihr auch schon ein Viech geradeaus. Einer ist in dem Fall links ums Eck. Also zwei dieser tollen Ratten-Krokos. Genau, die besiegen. Das cutte ich jetzt gerade mal raus hier. So, und dann habt ihr, nachdem die beiden down sind, ein Leuchtfeuer hier in der Mitte. Das natürlich glasklar mitnehmen. Einmal nochmal sicherheitshalber hinsetzen. Müsst ihr natürlich nicht unbedingt machen. Genau, was ihr hier dann auch bekommt, ist das hier, menschlicher Abschaum. Mal so am Rande noch erwähnt. Und hier hinten wäre dann der Eid. Der vorletzte Eid findet ihr in den Farron-Festen, genauer gesagt in den Ruinen der Feste. Hier müsst ihr einfach nur Richtung Wächter des Abgrunds, hier rechts dann abbiegen, direkt nach dem Leuchtfeuer. Und hier dann diese Leiter hoch hinter dem Gebäude, genau diese hier. Da müsst ihr einfach nur die Leiter nach oben laufen. So, das war die Viecher hier weg, genau. So, einmal ganz nach oben, das Ganze dauert natürlich jetzt etwas. Und schlussendlich, nachdem ihr irgendwann oben angekommen seid, könnt ihr hier nach links oder rechts laufen. Das ist relativ egal. Wenn ihr hier erstmal nach links lauft, ne, habt ihr die Möglichkeit, hier hochzugehen. Einmal hier ums Rondell rum. Und da hinten dann diese Echse abzuschlachten. Der Weg empfiehlt sich dann natürlich hier, wenn ihr das gerade machen wollt, weil andernfalls hier ist sie relativ sehr schnell weg, zumindest meines Erachtens. Ja, sonst gibt es hier oben, wie ihr seht, da nichts. Auf jeden Fall, wenn ihr sonst Treppe hoch und rechts gehen würdet, kommt ihr hier rein. Hier ist dann das Leuchtfeuer von dem jeweiligen Eid. Und direkt vor uns der Wolf, der den Eid abgibt. Der letzte Eid, den ihr finden könnt, ist eigentlich hier in der Kapelle der Läuterung. Zumindest von hier aus geht es am schnellsten zu Rosarias Finger. Ja, der Weg ist so ein bisschen trickier. Na, also an sich geht das ganz gut. Ihr könnt natürlich auch von der Diakonie des Abgrunds mit dem Aufzug nach oben gehen, da ich jetzt aber nicht sicher weiß, ob ihr den habt bzw. nicht. Zeige ich euch den gerade mal, Diakonie des Abgrunds einfach abschlachten. Da kommt ihr hier oben dann schlussendlich raus mit dem Aufzug und könnt direkt hier wieder rein. In den nächsten Aufzug und der führt euch dann ganz nach oben im wahrsten Sinne des Wortes, weil genau hier müsst ihr raus und
Dann nochmal raus am Balkongeländer hier entlang. Vorsicht, dass ihr nicht runterfallt. Hier die Treppe nach oben. Und dann, wie ihr gleich sehen könnt, sind wir mitten im Geschehen. Oben auf den Dächern. Der hier ist optional, müsst ihr nicht unbedingt töten. Hier links runter auf diese Brüstung, wie auch immer, Übergang zum Dach. Hier komplett hoch, dann hier nach rechts. Und dann geht es auch gleich wieder hier straight links rein. Auf die Balustrade der Kathedrale, wie man sieht, hier ist relativ tief. Hier müsst ihr noch ein bisschen aufpassen auf die ganzen Viecher hier, dass ihr nicht vorher runterfallt oder sowas. Deswegen den einen am besten noch mit abschlachten. Dann hier rüber, hier rechts rüber und Vorsicht, hier sind zwei Ritter, einer mit Fernkampf, einer mit Nahkampf. Direkt gleich hier runter jumpen, könnt ihr euch natürlich auch rollen, das geht natürlich auch. Hier nochmal weiter runter und da seht ihr auch schon relativ viel Fallschaden, aber im Normalfall überlebt ihr das. So, die ganzen Viecher hier, könnt ihr euch da entscheiden, ob ihr die groß abschlachten wollt oder nicht. Na, das Viech auf jeden Fall down, ist gut. So, und dann direkt jetzt hier, weil in dem Fall jetzt auch noch Patches, falls man den vorher noch nicht gesehen hatte, hier geht es dann rechts rein, die Treppen nach oben, wieder zu diesen komischen Madenviechern und direkt dann hier rechts rein durch die Doppeltür, im Normalfall ist sie bei euch zu, wenn ihr da noch nicht wart, drückt ihr einfach auf mit X oder B auf Xbox und dann habt ihr hier das Leuchtfeuer von Rosarias Schlafgemach, das ihr anzünden könnt, wenn ich natürlich jetzt keine Akku hätte. Macht aber nichts. Hier übrigens ist hier Heises und die Krone drin. Und hier wäre die Rosaria. Das war's in dem Fall. Ich wünsche euch was, ne? Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein!